Mein Gott, das darf jetzt nicht wahr sein, So, Digga. Leute, und da bin ich wieder. Also, die Videos, die letzten Tage kamen echt schnell. Ich hatte viel zu tun, ja. Und deswegen bin ich nicht so ganz hinterhergekommen. Aber ihr seht, ich gebe Gas. Gülo war verheiratet. Moin. Jetzt bin ich sehr gespannt, Bruder. Jetzt bin ich echt gespannt, ob das stimmt. Auf damit! Also schlimmer kann es nicht werden, aber anscheinend doch. Das ist krank, seht ihr? Leute, das ist krank, das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Ich habe nur mit kranken Menschen zu tun. Das ist das Problem. Also was heißt zu tun? Ich habe nichts mal mit ihm zu tun. Ich habe nichts mal mit ihm zu tun. Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre. Ne? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Mit. Aber diese Ist einfach Jacke, das bei weg. Allah, das ist meine Jacke, oder? Das ist meine Gucci-Jacke. Soll ich euch Jusko, zeigen? auf. Nein, Jusko, hör Okay, auf, Allah. So warte, übertreibst du das warte, nicht warte. mehr. Halt deine Schnauze, rede gar nicht, Alter. Ich hasse die. Jusko, hör auf. Halt deine Schnauze. Okay, wo war ich da? Jusko, hör auf damit. Ja, dann soll ich nicht Hör lügen. auf damit. Ich Bei bin's Allah. ernst. Ja, mach weiter. Das war meine Jacke. Jusko, hör auf damit. Jusko, hör auf damit. Jetzt. Okay, Tamim. Wallah, hör auf, reicht. Wenn ihr die Sache auf, dann auf. Tamam. Aber wegen das habe ich ein Problem bekommen, privat zum Beispiel. Problem. Das alles hat nie ein Ende, ja. Es geht einfach weiter. Ihr wisst ja gar nicht. Ja, und genau das wollen wir doch. Wir wollen weiter. Ich weiß, glaube ich, gestern passiert ist. Gestern ist der Ex-Psycho-Verlobter einfach nach Köln gefahren. Von Frankfurt nach Köln irgendwie und hat 700 Euro für den Taxi bezahlt. An einem anderen, der fährt einfach von Frankfurt nach Köln mit Taxi. Für 700 Euro. Also so langsam, wenn ich das alles so sehe, ne, jetzt mal ohne Spaß, dann merke ich wirklich so, dass Weltuntergang sich nähert, weil alles so, was auf dieser Welt passiert gerade, ja, allein diese ganze Erdbeben in der Türkei, mit was diese Menschen da beschäftigt sind, okay? Was da alles passiert, das ist so krass. Eine Menschen haben so viele Familien verloren, ihre Häuser verloren und die sind immer noch mit sowas beschäftigt und zahlen 700 Euro für ein Taxi, um nach Köln zu fahren, um ein Mädchen zu sehen, die sich Hund auf die Stirn schreibt für ein paar Euros. Das zeigt mir einfach nur, dass Weltuntergang vor unserer Tür ist. Oh, ich sag doch, der Typ hat einen Knacks. Was ist dann passiert? Kollegen von Casanova haben mich angerufen und haben mich vollgelabert. So, ich brauch dich wirklich. Ich nehm dich auseinander, Zoe. Und das zu einer Zeit, wo ich sehr, sehr schlechte Laune hatte. Ja, ihr habt wirklich den falschen Moment erwischt. Froh, dass ich euch nicht eklig geantwortet habe. Ich habe euch nur geschrieben, abwarten und Chai trinken. Leute, ich will nicht um den heißen Brei reden. Ja, Güdo hat auf jeden Fall ein Statement gebracht. Der Ex-Verlobte ist sie nur am Jagen und am Stalken ohne Ende. Da rennt sie aber nicht zu den Amjas. Besorgt euch Chips, Mips, Dips, Popcorn, lehnt euch zurück und genießt einfach nur dieses Video. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Sehr, sehr wichtig. Schaltet die Glocke ein, das ist auch wichtig, damit ihr auch jeden Scheiß mitbekommt. Ich küsse eure Augen, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Aber Uni ist gut. Lamurk, was für Uni, Amanakul? Ich hab den Typen doch auch ein Universum geschickt. Bist du krank? Lamurk, von meiner Tasche gegen 700 Euro weg, bist du irgendwie dumm oder so? Lamurk, müssen wir jetzt gerade über Geld reden oder was? Es geht hier nicht um Geld, es geht hier um Menschlichkeit. Mann, wo hast du Menschlichkeit? Wo hast du Menschlichkeit? Gülo, erzähl mal, wo hast du Menschlichkeit? Du gibst jemandem ein Universum, spendest jemandem ein Universum, währenddessen in deinem Land gerade die Krise herrscht, gehst live, steckst dir eine Tüte über dem Kopf, schreibst auf deine Stirn Hund, bettelst nach Spenden bei kleinen Kindern, obwohl es gerade Menschen gibt, die wirklich diese Spenden benötigen. 100 Punkte. Ey, das ist jetzt mein Insider, ne? Mrück. Ein Handherz noch. Nehmt diese Halbplatz auseinander. Ein Leute, Handherz zwei noch. Handherze, ja, irgendjemand, ja. Stille, ich küsse dein Herz. Alles gleich Boah, machbar, ich jetzt küsse doch gleich. dein Herz, mein Bruder, ja. Guck mal, mach doch mal. Ich komme sogar mit in diese Match rein. Mach doch mal ein Match. Das geht an Bekir. Schickt alle das Video, diesen Ausschnitt an Bekir. Mach gegen Gülo ein Match, wo es darum geht, um Haare abzurasieren. Und ich werde mitspenden. Wenn du das dazu bringst, guck, was für Spenden reinkommen. Jene, was ist diese? Hund auf die Stirn. Mach doch mal Haare abrasieren. Dann bin ich auch dabei, um zu spenden. Mrek.
Leute, nehmt diese Halbplatz. Dann mach doch ein, zwei Tage Pause mit deinen scheiß Live-Matches. Hab doch ein bisschen Menschlichkeit, hab doch mal ein bisschen Ehre, ja? Deine Landsleute haben gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wie kannst du dann noch mit guter Laune, mit lauter Musik und was auch immer vor die Kamera gehen und nach Spenden betteln? Ich sag ja nicht, dass du jetzt depressiv, keine Ahnung, im Bett liegen sollst und gar nichts mehr tun musst. Das meine ich nicht. Arbeite weiter. Geh sogar live, aber mach doch aus Respekt keine Live-Matches, wo du dann wieder anfängst zu betteln. Das hat was mit Menschlichkeit zu tun, da Mamme. Erzähl mir nichts von Menschlichkeit, wenn du nicht mal deinen eigenen Eltern deine Menschlichkeit zeigst. Ja, tut weh, ne? Tut weh, ich weiß. Dein armer Bruder. Wallah, dein armer Bruder, tut mir leid. Okay, es geht hier nicht um Geld. Du kannst auf jeden Fall dich verpissen. Du gehörst zu denen. Du bist ein kleiner Pisser. Du kannst dich auf jeden Fall hier verpissen, du kleiner... Ey, lass mich bitte nicht beleidigen, ja. Universum ist gut. Lamuruk, bis jetzt, wen hab ich denn gesagt, du musst mir spenden? Wen denn? Wallah, wie die auch noch so tut. In jedem Livestream, wo ich bei dir zuschaue, sagst du, Leute, komm bitte, noch eine Rose, zwei Rosen, ey, mal drei, singe Tunegischen. Das ist nicht betteln. Du animierst doch die Leute dazu, du forderst die ja sozusagen auf, dir zu spenden, damit du dieses Live-Match gewinnst. Ein Handherz. Zwei Handherze, ja, irgendjemand, ja. Dylan, ich küsse dein Herz, alles gleich. Boah, ich küsse doch dein Herz, mein Bruder, ja. Mein Leute, Bruder, nimm diese Halb... Ein Handherz. Zwei Handherze, ja, irgendjemand, ja. Dylan, ich küsse dein Herz. Ist das nicht betteln? Doch, es ist betteln und doch, du zwingst die Leute zu spenden. Es ist so. Dann gibt's auch noch dumme Menschen, die so einer Gülo spenden. Dann gib das Geld lieber Menschen, die es wirklich benötigen. Spendet das Geld lieber an Menschen, die es wirklich benötigen. Habt ihr viel mehr von, Mann. Ihr kriegt keine Nacht mit Gülo. Kriegt ihr nicht. Die verarscht euch von Kopf bis Fuß, Mann. Vor allem auch an diese Ü60-Leute, Ü50-Leute. Dann am Nachhinein, die denken wirklich, Gülo springt mit denen die Kiste an, Mann. Die macht keinen Schach-Schach mit euch. Jetzige Stand so oder so nicht, die verdienen genug mit TikTok. Warum diese komischen Nachrichten jetzt? Warum? Aber ohne gut. Du kleiner Pisser, Alter. Kleiner Pisser, du. Nie wieder werde ich jemanden Aufmerksamkeit geben. Boah, Bruder, die weint gleich. Der geht's gar nicht gut. Nie wieder. Das Marek. Macht mir nur Probleme. Jedes Mal, wenn ich einem Menschen meine Aufmerksamkeit gebe. Junge, niemand braucht deine Aufmerksamkeit. Wer bist du, Gülo? Wer bist du? Ich schwöre bei... Boah, ich will gar nicht wissen, wie Gülo Lejanko hassen tut, Digga. Mein Gott, was ist mit dir? Sie denkt wirklich, sie ist ein Superstar. Wallah, sie schaut in den Spiegel und denkt wirklich, die ist krasser als Kylie Jenner, Amenakoi. Lang vor zwei Monaten hast du noch Scheine gemacht für meinen Onkel, Amenakoi, bei Tipico. Du hast ihm geholfen mit Tippen, Amenakoi. Und jetzt machst du einen auf Superstar, gehst in den Club rein, als wärst du auf rote Teppich. Ja, rack bist du rote Teppich, Amenakoi. Wallah, spiel dich nicht so auf. Du wohnst bei einem Casanova zu Hause, weil deine eigenen Eltern dich rausgeschmissen haben. Du kannst dir keine eigene Wohnung leisten, weil du irgendwie auf Jobcenter angewiesen bist und was auch immer. Wallah, voll die Filme. Die ist eine Betrügerin, Mann. Ich schwöre auf alles. Hierbei, dass dieser Junge einfach einen psychischen Knacks nach mir hat und er kann und der Junge, ey Junge Leute, der Junge hat gestern 600 Euro bezahlt, wieder mal nach Köln zu kommen. Ist der krank? Ey Leute, das ist doch nicht mehr normal. Wallabak, das ist nicht mehr normal. Das ist abnormal. Ja, der hat einen Schaden. Ich schwöre auf alles, dieser eine Jusko oder wie der heißt, der hat einen richtigen Schaden. Aber der macht das richtig. Das ist doch das, was du möchtest. Walla, der Typ schenkt dir gerade Hype des Todes. Junge, der kommt aus dem Nichts, Bruder. Keiner kannte den. Guck mal, was er mit dir macht. Ja! Guck mal, was für ein Thema er jetzt Hype generiert. Er hat dich auseinandergenommen. Insgeheim feierst du das, was er macht. Denn du weißt ganz genau, ey, so bleibe ich Gesprächsthema. Ich glaube auch nicht, dass Jusko, keine Ahnung, von Offenbach oder keine Ahnung, wo der herkommt, nach Köln fährt und dann noch zu dir nach Hause, Gülo. Oder zu Casanova nach Hause. Das glaube ich nicht. Er hat wahrscheinlich seine Filme gemacht auf TikTok, was er auch sehr, sehr gut macht. Bruder, der Typ hat einen Knacks. Ich habe mich kaputt gelacht bei seinen Videos. Schaut einfach bis zum Ende, dann wisst ihr auf jeden Fall mehr. Das ist wirklich abnormal. Das ist nicht mehr normal. Junge, du, ey, halt mal deine Fresse, Mann. Ich dachte, du nimmst jemanden ernst. Landa provoziert jemand. Habt ihr mal gemerkt, sie liest gar nicht so oft den Chat, sondern sie guckt so die Linse an. Und dich mit einem Fake-Account und du fuckst dich schon ab. Diese TikTok-Miktok, dieses Öffentliche ist nichts für dich, Gülo. Merkst du das nicht? Das ist nichts für dich. Du kommst auf diese Sachen nicht klar. Wenn du mit diesen Sachen nicht klarkommst, hast du in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Merkt ihr das? Überlegt. Stellt euch mal vor, wir schaffen's. Ja? Dass Gülo irgendwo arbeiten ist. Am besten so im Einzelhandel. Ihr geht zu Revo oder so, irgendwo Edeka, keine Ahnung, Netto. Ihr geht zu einkaufen, ihr guckt gerade so, Gülo ist gerade so am Regale füllen. Wie winzig das wäre, Digga. Leg dir das nochmal gut, ob du nochmal live gehen möchtest. Finale 4 kommt auch bald und ich glaube nicht, dass du dann noch mit so einem Gesicht live gehen kannst. Du kannst eigentlich jetzt schon nicht mehr, aber du machst einfach nur, weil du keine andere Möglichkeit hast. Wenn du in 2022 und darüber hinaus 10.000 Euro
Brauchen wir nicht. Das ist krank. Seht ihr, Leute, das ist krank. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Ich habe nur mit kranken Menschen zu tun. Das ist das Problem. Also was heißt zu tun? Ich hab nichts mehr mit ihm zu tun. Am Ende wird er auf jeden Fall zeigen, dass ihr was miteinander zu tun hattet. Ihr wart sogar zusammen im Club, das wird er auch gleich zeigen. Bleibt einfach bis zum Ende am Start. Und du sagst, du hast nur mit kranken Menschen zu tun. Schau mal in den Spiegel und frag dich mal, wieso das so ist. Mann, du hast selbst... Stimmt das jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er mich heiß gemacht. Schaden. Weißt du, was ich meine? Du hast einen richtigen Schaden. Und dazu bist du auch noch geldgeil. Das in Kombination ergibt nichts Gutes, Bruder. Gilo, ein Tipp an dich, du musst auch weitermachen. Du musst weiter diese Statements auf TikTok machen. Schickt auch diese Ausschnitte an Gilo. Guck mal, sie hat 1300 Zuschauer. Früher war das nicht so mit 200-300 Zuschauer. So langsam läuft's. Merkst du was? Mrk. Wie kann man die ganze Zeit, wie kann man sagen, ich hatte Gilo schon genug? Okay. Boah, Bruder, sogar 1400. Egal, ich wollte das auf jeden Fall loswerden, ja, Leute, weil, Leute, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin 22 Jahre alt und man kann nicht so auf einen Menschen rumhacken, das funktioniert nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ab jetzt ist das die Sache für mich Geschichte. Wo sind meine Moderatoren? Sind welche Modis da? Irgendwelche Moderatoren von mir? Ich glaube nicht. Du hast, glaube ich, keine Moderatoren mehr, richtig. Dalia und Yusuf sind auf jeden Fall abgesprungen, ne? Schöne Grüße an euch zwei. Haben mir auch geschrieben. Sehr, sehr korrekte Menschen. Und die ganzen anderen Moderatoren sind auch abgesprungen. Warum? Weil die gecheckt haben, dass was mit dir nicht stimmt. Wir haben gecheckt, ey, du bist einfach nur Bluff. Du bist eine Schwätzerin. Du hast drei Gesichter an meiner Crack. Denn was erwartest du jetzt von deinen Moderatoren? Dass sie die Leute wegstummen? So wie du das so oder so schon den ganzen Tag machst? Du hast 1000 Zuschauer bei dir am Start und irgendwie schreiben nur 30 Leute bei dir im Chat. Wie kann das? Weil du jeden gestummt hast. Okay, Jello Soon ist drinne. Guck mal jetzt, ich will diesen Namen nicht mehr sehen, ihr werdet diesen Namen stummen, ihr werdet diesen Namen blockieren, hier auf meinem Chat, okay? Okay. Jeder, der was mit dem zu tun hatte, wird blockiert. Okay. Ich will mit dieser Sache nichts mehr zu tun haben, ich bin aus dieser Sache raus. Tamam. Wie denn? Guck mal, das Problem ist, Gülo, du hast dich darauf eingelassen, weil du gesehen hast, der hat Geld. Er hat zu dir gesagt, ich spende dir ein Universum und du, ja mach, komm, dann liebe ich dich, mach. Hast du ja in dem einen Livestream gesagt, Amanakoi. Was da passiert, er hat dir ein Universum gespendet und du bist abgegangen. Hast dich gefreut, dass du ein Universum bekommen hast von einem Mann, den du nicht kennst, der einfach nur irgendwelche Psychospielchen mit dir spielt. Wieso rennst du da nicht zu den Amjas, Gülo? Erzähl mal, warum rennst du da nicht zu den Amjas? Aber wegen Kleinigkeiten bist du sofort da. Was ist los? Ist das alles doch Schauspielerei, was ihr da macht? Oder ist das die pure Wahrheit? Erzähl mal, einige Sachen, die ich sogar im Finale 4 mit reinpacken wollte, habe ich euch schon gezeigt. Aber vertrau mir, das alles hat auf jeden Fall am Ende ein Ergebnis. Und ihr werdet geschockt sein. Ihr werdet einfach nur geschockt sein. Deswegen sage ich euch, schaltet die Glocke ein. Verpasst einfach nichts mehr. Es wird sehr, sehr eklig. Vor allem jetzt auch auf Instagram. Ich bekomme von irgendwelchen Fake-Accounts, wovon ich ausgehe, dass das von Gülo kommt, irgendwelche Videos von Sarah Sarita. Ja, wie sie auf jeden Fall Pusteblume spielt, wenn ich das mal so sagen kann. Bei einem anderen Mann oder bei anderen Männern. Vor allem bei reichen Männern. Das was... Gott, ich hab mal ein kleines Ausschnitt TikTok-Video gesehen von Engels Gesicht. Da hat er über eine Sarah gesprochen. Ich möchte nicht ganz den Namen sagen, wo sie echt Flöte spielt. Bei diesem Igli im Hotel. Und davon soll es ein Video geben. Das habe ich jetzt schon im öfteren Mal so mitbekommen. Und jetzt irgendwie hat, glaube ich, Lejanko da irgendwas bekommen. Was auch noch eklig aufgenommen wurde. Vor allem wahrscheinlich auch von Gülo aufgenommen wurde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, das darf jetzt nicht wahr sein, Digga. Oh mein Gott. Sachen werden mir geschickt. Guck mal, wäre ich ein richtig ekliger Mensch, hätte ich die Sache schon lange geleakt. Aber das mache ich nicht. Ich habe irgendwo noch Menschlichkeit. Weißt du, was ich meine? Auch wenn Sarah Sarita meine ganze Familie beleidigt hat an meiner Räume. Ich finde, das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Wer sowas mit Fake-Accounts anderen schickt, Bruder, besitzt keine Menschlichkeit mehr. Gülo, so oder so, du hast verkackt. Du hast bei jedem verkackt. Alle deine alten Freunde wollen mit dir nichts zu tun haben. Ja, du wirst jetzt leider geblockt, Ali Usta. Hallo, what's up, Usta? Where are you from? Don't stop. Auf Nimmer Wiedersehen. Tut ihr auf. Tut ihr auf, ja? Nicht mal ihr Melonenkopf reinladen. 24 Mal gesund essen für 79,99 Euro. Genau, das kannst du jetzt mit dem neuen... Verarsch die Leute nicht. Wir sehen uns irgendwann. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen, bye bye.
Allah, Allah, ja. Ey, Joello, du hast mich verstanden, ne? Joello, du hast mich bitte verstanden, ja? Mach das bitte. So. Ich habe noch nie einen Menschen selber blockiert. So richtig auf TikTok. Jetzt in meinen Kommentaren. Oder beziehungsweise in meinem Live. Aber ab jetzt, die Leute, die was mit diesem Jungen zu tun haben, werden hier hochkantig weggekickt. Ist mir egal. Hochkantig. Sowas nehme ich nicht mehr im Kauf. Ich nehme das nicht mehr im Kauf. Sowas nehme ich nicht mehr im Kauf. Was nimmst du nicht in Kauf? Erzähl mal, Gülo. Was nimmst du nicht in Kauf? Hast du was zu verheimlichen? Ist dir schon mal aufgefallen, immer wenn die Sache etwas ernster wird und sie auf einmal checkt, dass es kein Spaß mehr ist, versucht sie die Leute zu sperren. Denn warum möchtest du jetzt den Mund von den Leuten verbieten? Lass sie doch sagen, was die wollen. Auch wenn dieser Yusuf und Knackser, jeder weiß, dass dieser Yusuf und Knackser, das sieht man ja immer nach Köln. Am Ende zeigt er auf jeden Fall, wie ihr zusammen im Club wart. Was danach noch ging? Abwarten und Chai trinken, keine Ahnung. Ich schätze mal so, bei Finale 4 wissen wir auf jeden Fall mehr. Lügen. Da wurde greift doch, ja. Redet mal einmal mit der Wahrheit, ja. Wir sollen über Wahrheit reden? Gülo, sagst du? Wir sollen über die Wahrheit reden? Wann hast du mal die Wahrheit ausgesprochen? Erzähl mal über dich die Wahrheit. Du bist den ganzen Tag nur am Lügen, am Schwören. Wir haben alles schwarz auf weiß widerlegt. Wir haben alles schwarz auf weiß bewiesen. Und immer noch schwörst und lügst und tust du, als wärst du es nicht gewesen. Ich brauche jetzt diese ganze Sache nicht auszupacken. Ihr wisst, wovon ich spreche. Von diesen ganzen Musikvideos, von diesen ganzen Escort-Geschichten, was auch immer. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Kennst du noch... Du hast auf jeden Fall noch mit ihr eine Rechnung offen, ne? Du hast auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Schulden offen. Ist das der Grund, weshalb du immer noch live gehst, ohne zu schämen? Sag mal, hör auf damit. Aber die Jacke bei weg? Allah, das ist meine Jacke, oder? Das ist meine Gucci-Jacke. Soll ich Jusko, hör auf. Nein, Jusko, okay. Hör auf, Allah. Okay, so übertreibst du bitte. Jusko, hör auf. Okay, wo war ich da? Jusko, hör auf damit. Ja, dann soll ich nicht lügen. Hör auf damit. Ich bei Allah, ernst. Das war meine Jacke. Jusko, hör auf damit. Jusko, hör auf damit. Recht. Okay, tamam. Walla, hör auf, recht. Wenn die Sacke hör auf, dann hör auf. Tamam. Ich sag euch ehrlich, so könnte sein, dass dieser Yusuf eine Rolle spielt und dass er auf so Psychopath macht. Aber ich sag euch ehrlich, er hat wenigstens Beweise gezeigt, dass sie zusammen waren, weißt du? So, der labert ja keine Scheiße. Er zeigt ja wirklich hier, ey, guck mal, das ist meine Jacke. Wir waren am Wochenende noch unterwegs und das ist wirklich seine Jacke gewesen. Und einige bekannte Leute, ja, mit denen ich befreundet bin, haben mir das auch bestätigt, dass sie im Club war. Ja, vor allem in dem Club. Und sie hat das auch, glaube ich, selber mal im Livestream erzählt. Ja, da bist du auch selbst schuld. Du siehst doch, der Junge hat einen Crush auf dich. Crush auf dich. Wieso chillst du denn da mit denen im Club? Wieso hängst du da mit denen im Club ab? Und wieso machst du dann irgendwelche Geschäfte mit dem Jungen? Hab ich jetzt zu viel verraten? Wenn der sagt, mein Abi, das ist dein Dings, ein Lob. Und Jusko, ja. Walla, übertreib es nicht. Das wird langsam, Walla, das ist nicht gut, was du machst. Ist mir scheißegal, ich zieh's bis zum Ende durch, gell? Ich will meine Gülle zurückhaben, ist mir egal. Und der ist noch kranker, gell? Bruder, was willst du mit diesem Gülo? Dann, die sieht aus wie ein Ladekabel. Was willst du mit ihr? Tamam, ich sehe auch aus wie so ein Gabelstapler. Ey, was willst du mit Gülo anfangen? Was willst du mit der? Im Red Light kriegst du die in jede Ecke. Sogar noch günstiger. Dann am Nachhinein, du zahlst 700 Euro, damit du von Offenbach nach Gülo fahren kannst, oder was? Bruder, hast du einen Knacks? Reneri und Jusko sind kein Hauptbahnhof. Bei Allah, wie Männer. Wir gehen jetzt ein Bilderstöckchen zu Gülo. Wir gehen jetzt zu Gülo. Bruder, ich schwöre bei Gott, denen geht's nicht gut. Fuck, Wallah, denen geht's nicht gut, ha. Wir gehen jetzt ein Bilderstöckchen zu Gülo. Gülo! Aber nachher, der ist da unter einer Brücke und schreit da rum, Bruder. Der weiß auf jeden Fall, wie der die Leute unterhält. Der ist nicht dumm. Die Leute denken strohdoof. Wallah, der ist nicht dumm. Der macht alles richtig. Guck mal, wie viele Leute den auf einmal kennen. So, vor allem diese TikTok-Community, die kennen den einfach. Das ist der Typ, der die ganze Zeit Gülo rumschreckt. Ihr habt auf jeden Fall eine Vergangenheit. Keine Ahnung, was da los war. Also, was heißt keine Ahnung? Ich tue immer so, als würde ich nicht wissen, was los ist. Aber ich weiß sehr viel, ne? So, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Der meint jetzt, ich hab von Anfang an gesagt, Walla, du wolltest unbedingt nicht jetzt deine Kette. Nein, Allah, komm rein, entschuldig dich. Walla, deine Kette. Entschuldig dich, ich schwöre auf Koran, ich fahr zurück. Sonst, wie kommt Bilderstöckchen von TÜV? Ganz gut. Ja. Sag weg. Ja. Wer ist es? Weg. Wir gehen mit keinem live. Jusko Reneri. Außer Ali Baba jetzt. Bei Allah, er wird nicht hingehen. Okay, tamam. Wenn du Mann bist, tamam, dann bleib drinne. Und dann fasst du 3 Tage, tamam? Walla, was für 3 Tage, Bruder? 40 Tage. Gülo!
Was mit dieser Rennerie oder wie der heißt? Aber immer wenn er rumschreit, der guckt, der denkt, die haben Just Comp. Weil der sich da die ganze Zeit am Drehen ist. Boah, der Typ hat einen Knacks. Walla, die zwei, wer sind, Bruder? Woher kommen die auf einmal, Bruder? Aus welcher Ecke sind die auf einmal gekommen, Bruder, ja? Aber ich sag euch ehrlich, die Scheiße ist unnormal unterhaltsam. Also finde ich, was ist denn eure Meinung? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Das Ding ist, die machen zwar daraus ihre Unterhaltung, ihre Show, aber da steckt doch auf jeden Fall sehr viel Wahrheit hinter. Denn in der Vergangenheit gab es auf jeden Fall einige Geschichten, wo auf jeden Fall Gülo noch in diesem Kosmos unterwegs war. Ihr wisst, welchen Kosmos ich meine. Ich kann das jetzt nicht hier so aussprechen. Da gibt es auf jeden Fall Leute, bei denen sie noch Schulden hat. Sie hat auf jeden Fall noch sehr viel Schulden, vor allem auch bei höheren Leuten, die auch so keiner kennt eigentlich. Das kann ich euch hier sagen. Aber von was Schulden? Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Im Finale kann ich euch einige Sachen noch detailliert ein bisschen erklären. Aber ihr müsst euch auch so vorstellen, es gibt Leute, die wollen das nicht. Die wollen einfach nicht, dass man darüber spricht, was ich auch verstehen kann. Aber Gülü ist auch noch so doof. Sie hat es schon mal öffentlich gemacht. Sie hat es schon mal öffentlich gemacht, dass sie bei dem und dem Schulden hat. Aber wieso sie bei dem und dem Schulden hat, hat sie nicht erzählt. Gülü war nicht nur ein Gülo war sogar Lieferantin. Nein, ich rede hier nicht von Lieferando-Lieferant. Ich rede hier von Lieferant-Lieferant, wenn ihr versteht. Ja, Gülo, denk nicht, dass ich nicht Bescheid weiß. Stunde, ich war da eine Stunde, Jusko war da auch. Ich habe mit denen gesagt, ja, gerne kannst du dich hinsetzen, siehst das. Das war's. Ich bin nach Hause gegangen, er ist nach Hause gegangen, jeder ist nach Hause gegangen. Was kann ich dafür, wenn ein Mensch, ja, 2 Stunden nach Köln fährt ohne Sinn? Okay, Halli. Weißt du, was kann ich dafür? Ich habe selber, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe selber gerade Probleme bekommen wegen dieser Sache. Ich habe noch nie Probleme bekommen wegen etwas, aber wegen das habe ich ein Problem bekommen, privat zum Beispiel. Problem? Und wie? Ist doch scheißegal, das ist meine private Angelegenheit, weißt du? Weil ich, ja. ich kann und werde diese Aufmerksamkeit nie wieder jemandem geben. Nie wieder. Aber ich schwöre nie wieder. Wegen etwas, aber wegen das habe ich ein Problem bekommen, privat zum Beispiel. Jetzt immer, Gülü, warum hast du Probleme bekommen? Weswegen hast du ein Problem bekommen? Leute, soll ich euch mal was sagen? Gerüchten zufolge, Gerücht, es entspricht der Wahrheit, aber egal, war Gülü schon mal verheiratet. Das Ding war schon durch. Sie war verheiratet. Aber dann kam raus, dass sie gebrauchter war als die Ware von eBay. Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was die Familie... Aber mit wem war sie verheiratet? Das interessiert mich. Oh mein Gott. Das will ich jetzt wissen. Bitte klärt mich auf, bitte. Von dem Mann gedacht hat, oder? Denn ihr könnt ja 1 und 2 zusammenzählen, oder? Ich glaube, ich brauche euch nicht mehr weiter zu erzählen. Denkt mal nach, Amana. Bei mir jeden Tag kommt was Neues raus, ja? Der Fehler mach ich auch nie wieder. Ich privat auch tun sie. Mit dem Jusko, oder? Meint ihr, die waren verheiratet? Probleme bekommen. Aber warum rastet der so aus und schreit ja... Ja, weil das ist eine Show, Ali. Das ist eine Show. Das ist gar nicht ernst zu nehmen. Das ist eine Show. Also er liebt mich, glaube ich, wirklich. Er kennt mich aber gar nicht. Verstehst du? Amanako, wir haben mal 3 und er ist so tot, Amanako. Also, okay, ihr wart nie zusammen und er ist eigentlich Supporter von dir und da ist gar nichts gewesen, oder was? Ja, danke schön. Nein, Walla Bila, nein, der ist doch gar nicht... Ey, boah, bitte, ja, das ist so cringe. Leute, Walla Bila, da war nichts. Walla Bila, nein, oder? Okay. Bro, was kann ich dafür, wenn Menschen mich lieben? Was kann ich dafür, Ali? Was kann ich dafür, wenn man sowas macht? Ja. Was kann ich dafür? Mila, ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön. Vielleicht mal ein bisschen nachdenken, Gülo. Vielleicht der Person nicht so viel Hoffnung machen. Vielleicht nicht irgendwelche Geschäfte abwickeln, zusammen mit dieser Person, die dir gespendet hat. Wie wär's denn damit? Denk doch mal ein bisschen logisch nach. Alles, was jetzt gerade passiert, ist nur dir zuzuschreiben. Du bist selbst schuld. Ja, du bist an allem schuld. Wieso lässt du dich auf alles und jeden ein? So musst du ja nicht. Dumm. Was soll ich euch sagen? Jeden Tag gibt's neue Probleme und jeden Tag wird was Neues geleakt. Das ist die traurige Wahrheit. Aber erinnert ihr euch noch an die Gülo vor 3-4 Monaten? Was für eine große Fresse die hatte? Schaut mal jetzt, wenn sie live geht. Voila, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr ruhig geworden. Wir haben sie auf jeden Fall erzogen. Back. Jeden Tag passiert bei denen was Neues und jeden Tag kommt was Neues bei denen raus. Irgendein Regisseur muss kommen und mit denen eine Serie drehen. Denn so viel wie die zu erzählen haben, hat keiner eigentlich. Jeden Tag passiert was Neues. Denk mal nach, wie viele Staffeln man drehen könnte. Dann alleine ich habe 30 Staffeln gemacht. Aber egal, Gülo, was du auch in deinen privaten 4 Wänden gesagt hast, zu was du die Leute aufgefordert hast, das weiß ich auch. Und vertrau mir, alles kommt im Leben zurück. Einfach nur abwarten und Scheit trinken. Mach doch mal deine Augen auf. Oder hast du viel wieder gezogen? Hast du wirklich... Bruder, ich sag dir ehrlich, das bringt. Das bringt dir Klicks. Wenn er das unterhält. Du hast gesehen, das ist jetzt dein Content, Bruderherz. Du musst jetzt auf die, yani, du musst, das ist dein Content. Ist so. Dabei die Nachhui. Zucker.